ob das jetzt eckig ist oder nicht. Wasser ist Wasser. Ich nutze diese Texturen und fertig. Wenn ich das nötig habe, das rund zu machen, nehme ich mir das runde Wasser und benutze es dann. So. Einmal gegähnt. Weil ich bin noch nicht so lange wach. Ja, das gleiche gilt eigentlich für den Weg. Den sollte man auch möglichst öfters Löchern reingeben. Da sollen auch ab und zu Löcher rein. Verzweigungen. Auf jeden Fall soll er nicht gerade sein. Welcher Trampelpfad ist schon gerade? So, machen wir so. Und so. Ich meine, das sieht jetzt zwar nicht super aus, weil ich meine, so die richtig fette Mapping-Mühe gebe ich dann auch erst her, wo. Die große Mapping-Mühe gebe ich mir dann auch erst in meinen Spielen. Da werdet ihr auch dann großartige Maps sehen, aber fürs Erklären und fürs Demonstrieren reicht sowas ja. Das soll einfach nur heißen, ihr sollt keine Wege machen, die so aussehen. Hier so richtig eckige Wege. Ja. Dann das dunkle Gras, das ist eigentlich nur dafür da, dass man jetzt zum Beispiel ein Stück Wald kennzeichnet. Dann nimmt man vielleicht einen Baum, setzt ihn dahin. Dann nimmt der weniger vom Baum und setzt da noch einen hin. Geht auf die dritte Ebene und nimmt noch weniger Baum. Setzt den dahin und dann habt ihr das gleich im Spiel schon ziemlich dicht eigentlich. Und so möglichst versetzt sieht immer schöner aus als wirklich gerade. Weil das ist wirklich, das sind keine Pokémon-Grafiken. Die sollte man so setzen. Sollte man versetzt setzen, weil für so wie bei Pokémon. Das ist ja alles wirklich hintereinander gesetzt, weil für Pokémon eignen sich diese Texturen eigentlich weniger und da meckern eigentlich ziemlich viele. Ja. Was können wir jetzt zeigen? Genau. Laternen. Ich glaube, das weiß jeder, dass sich hier weniger Laternen was bringen, da hier sowieso keine Zivilisation ist momentan, deswegen bringt es auch nichts, hier Laternen zu positionieren. Ich meine, es würde was bringen, Fackeln oder weißt du was ich, ja, oder es sei denn, halt hier unten lang geht halt eine Stadt und dann bringt es wieder schon was. Meine Güte. Da ist auch noch jemand müde. So. Genau. Wir haben Ebene 2, habe ich jetzt viel zu schnell gemacht. Ebene 2 ist für die Sache mit der Transparenz im Hintergrund. Transparenz ist wie gesagt bei uns rosa. Deswegen, diese Sachen gehören auch in die zweite Ebene. Alles, was hier Dingens rosa beim Auswahl noch im Hintergrund hat oder dementsprechend bei euch weiß, wenn ihr das gelassen habt, gehört in die zweite bzw. in die dritte Ebene. Dritte Ebene ist allerdings nur dafür da, um jetzt zum Beispiel von der zweiten Ebene auf das Haus jetzt zum Beispiel hier so ein Wetterhahn draufzusetzen oder zum Beispiel hier die Fenster. Man kann es natürlich auch anders machen, man kann das Stückchen hier Haus auf die erste Ebene setzen. Das ist auch nicht schlimm. Den Rest setzt man auf die zweite Ebene. Nehmen wir das hier. Da spart man sich nämlich auch Platz auf der zweiten Ebene. So, dann geht man hier hin. Dann macht man den Schatten weg.
Und dann geht man zum Beispiel jetzt auf die dritte Ebene und setzt den Wetter da drauf. Wobei, weil wir das ja gemacht haben, da wir das erste Stück auf die Dingens gemacht haben, können wir den Wetterhahn sogar noch auf die zweite Ebene packen. Das heißt, wir sparen uns hier die dritte Ebene. Packen wir hier noch Fenster drauf. Und das war's. Das war's mit dem schlichten Haus erstmal. Ich würde aber erst sagen, da könnte noch vielleicht was drauf. Das heißt, da wir jetzt die zweite Ebene gerade mal belegt haben, können wir hier zum Beispiel noch ein paar Blumen dran tun. So. Und dann sieht das alles noch viel authentischer aus. So, einen Briefkasten vielleicht noch hierhin. Wenn man möchte, kann man hier halt noch Gestrüpps ans Haus setzen. Ja gut, das ist jetzt falsch. Da kann man Gestrüpps zum Beispiel jetzt an den Briefkasten machen. Jetzt könnte man zum Beispiel den sinneshalber auch hier Laternen hinsetzen. Am besten auch versetzt. Und ich glaube, das sind auch schon viel zu viele. Ja, das ist viel zu viel gewesen. So. Na, komm, die kann woanders stehen. Hier. Ne, lass mal die doch da. Na komm schon. So. Setzt man halt Laternen hin. Da kann man halt per Light Mapping, was ich dann auch noch erklären werde, das ist. Oder einfach nur ein Tutorial von einem anderen Tutorial, von jemand anderem verlinken. Ich muss mal gucken. Weil Light Mapping ist schon was, was selbst ich noch nicht so richtig drauf habe. Ja, es ist was, was ich nicht richtig drauf habe, weil ich habe das richtige Light Mapping halt noch nicht gemacht mit den Bildern auf den Ebenen gemacht, sondern einfach nur per Events oder so halt Lichteffekte eingefügt. Ansonsten kann ich das noch nicht so richtig. Ich meine, das ist zwar jetzt nicht das Schwierigste zu lernen, aber ja, es fordert etwas Geduld. Weil man halt wirklich Schatten selbst zeichnen muss. So, dann vielleicht würde ich mal sagen, ja, ein bisschen Holz für denjenigen, der hier wohnt. Vielleicht noch ein Fass. Setzen wir das Fass dahin, am besten zwei Stück. Auf die dritte Ebene setzen wir einfach ein Fass davor. Einfach vors Haus. Damit das halt ein bisschen schöner aussieht. Na komm schon, aua. Da habe ich ein bisschen die Hand auch angehauen. So, da gibt es auch nochmal Laternen für ans Haus pappen. Das machen wir mal. Muss man ja nicht unbedingt machen, aber so funktionieren diese Laternen hier. Das ist also nicht eine, wo der Stiel fehlt, wo ich mir auch zuerst gedacht habe, das sind welche, die man an die Wand von Häusern klatscht. Und ja. Meine Güte, ich sollte erst ein bisschen warten, wenn ich aufnehme. Aber nö, warum? Hier bringt es natürlich jetzt auch was, hier solche Gebüsche hinzusetzen. Machen wir das mal hier. Und die zweite da. Da jetzt das ja Zivilisation ist, das heißt, er könnte die Silber angepflanzt haben. Oder was auch immer. Ja. Das ist jetzt das, halt das Haus, der Weg, alles halt ein bisschen realistischer und das sieht wesentlich schöner aus als das, was wir gerade eben gesehen haben. Im Endeffekt ist es aber nichts Gleiches. Hier ist auch ein Weg, ein Fluss und ein Haus. Nur dass wir hier ein bisschen mehr Sachen beachtet haben. Natürlich wie bei dem Event, wo ich Event-Tutorial, wo ich euch erzählt habe, wie man das, wie man so eine Tür macht, setzt man natürlich noch eine Tür hin, wie auch immer. Könnt ihr euch auch aussuchen.
Dann zeige ich euch mal, wie das im Spiel aussieht.